Ja, und damit herzlich willkommen zurück und willkommen bei mir und bei Gianna Brother mal wieder zum Thema E-Zigaretten. Ich weiß, das ist im Moment das Hauptthema. Das wird auch auf absehbare Zeit so bleiben, denn das Thema E-Zigarette ist für mich sehr interessant und für viele von euch da draußen, das sehe ich an der Videoaufrufzahl und auch an der Resonanz, dass es doch für viele sehr interessant sein wird. Für die Leute, die mich jetzt kontaktiert haben, so nach dem Motto, machst du jetzt nur noch Videos in dem Bereich, kann ich sagen, nein, da wird auch wieder anderes kommen. Im Moment ist aber einfach nichts da, was ich euch anbieten kann in anderen Bereichen. Deswegen werden wir erstmal bei dem Thema bleiben, wird aber auch wieder anderes kommen, keine Sorge. So, was haben wir heute? Wir haben heute mal wieder Liquids zum Thema und heute haben wir Liquids von einer Firma, die sich Liquid Times nennt, die mir auch Liquids zur Verfügung gestellt haben. Sie haben mir zwei verschiedene Marken zur Verfügung gestellt. Da wäre erstmal die Liquids von Liquid EU, das sind diese hier, und dann habe ich die sehr beliebten und auch sehr oft eingesetzten Cooliness Liquids, die wirklich eigentlich schon fast, ich möchte fast sagen, weltweit bekannt sind, die man wirklich auch immer wieder in Shops findet. Und beide Liquids habe ich getestet. Ich versuche hier gerade die Helligkeit einzustellen, das tut mir leid. Lasst euch davon nicht ablenken. Beide Liquids habe ich getestet. Ich habe davon jeweils vier Sorten gehabt. Bei den Liquid EU hatte ich Kirsche, Grenadinen, Mojito und Apfel-Cool-Mint. Und irgendwo hatte ich auch noch Brombeere, weil das ist nämlich die Sorte, die ich am meisten getestet habe. Mist, die habe ich irgendwie jetzt nicht griffbereit. Was ist denn das hier? Ja, da ist es doch. Brombeere. ja, von den Coolinus hatte ich dann wohl auch fünf. Aber ich habe nur vier jetzt hier. Ich weiß wirklich nicht, wo das andere ist. Da hatte ich auf jeden Fall Empire Pink, Energy Cola, Magic Morning und Red Rider. Red Rider, natürlich in die Richtung an alle, die sich mit Zigarettenmarken halbwegs auskennen oder jemals im Kino eine Zigarettenwerbung mit einem Cowboy gesehen haben. Das sind die Marken, die ich zur Verfügung gestellt habe. Und ich muss wirklich sagen, beide Marken waren sehr, sehr interessant. Die Cooliness sind, wie ich finde, verdientermaßen wirklich so bekannt geworden. Denn die Cooliness Liquids sind unglaublich geschmacksintensiv und sehr geschmacksinteressant. Ich habe das Empire Pink, hatte ich glaube ich nach einem Tag schon leer. Weil dieses Empire Pink ist unglaubliches Liquid. Ein wirklich großartiges Liquid. Bisher von allen getesteten Liquids. Mein fast schon, muss ich echt sagen, Lieblingsliquid. Weil einfach sehr aromatisch, sehr eine geile Komposition, die sehr viel Spaß macht. Und das gilt eigentlich für alle Cooliness Liquids. Das Red Rider, das wirklich halt wie Marlboro schmeckt, oder schmecken soll, geht auch wirklich sehr in die Richtung Marlboro und schmeckt auch sehr ähnlich. Ist wirklich sehr, sehr nah dran. Macht sehr... also es schmeckt sehr nach Zigarette. Ich persönlich bin ja ein Dampfer, der eigentlich gar keinen Bock mehr hat auf Zigarette, aber wer eben Interesse hat an Tabakliquids, die wirklich sehr nah an Zigarette sind, dem kann ich die Coolness Tabakliquids eigentlich alle ans Herz legen. Denn wenn die so ähnlich sind wie das Red Rider, ich zeige es auch gerne nochmal, das ist hier Red Rider, der wird auf jeden Fall mit denen wirklich sehr, sehr viel Spaß haben. Deswegen, also Cooliness kann ich auf jeden Fall sehr empfehlen. Dasselbe gilt aber auch für Liquid EU. Liquid EU hat mir besonders gefallen, die Sorte Brombeere. Diese Sorte Brombeere ist eine Sorte, die man zwar relativ häufig findet, aber auch nicht immer, aber die wirklich unglaublich nah an dem ist, was man sich unter Brombeergeschmack vorstellt. Es ist wirklich ein sehr, sehr guter Geschmack und das gilt auch für die anderen Liquids. Sogar der Mojito war so... An dem Mojito-Geschmack, den man sich so denkt, sehr nah dran und das war sehr, sehr lecker. Wobei ich auch kein Mojito-Trinker bin, das war eher für meine Freundin. Aber wie gesagt, das Mojito ist auch sehr gut. Aber wie gesagt, das Brombeere war hier wirklich mein Lieblingsliquid. Was ich gerade in Benutzung habe, es ist ein bisschen verunreinigt, gebe ich zu. Ich habe nachgekippt, bevor es ganz leer war, ist das Grenadine. Ja, das war das Grenadine von Liquid EU. Ihr seht schon, das ist von der Dampfentwicklung super. Es ist aber auch, trotz dass sehr viel Dampf entsteht, der Geschmack sehr intensiv und ein wirklich sehr leckerer Geschmack.
der sich sehr stark überträgt. Nicht ganz so krass wie bei den Coolinus. Die Coolinus sind noch eine deutliche Spur intensiver. Das ist aber natürlich auch immer Geschmackssache, ob man wirklich so ein Liquid haben will, was wirklich alles andere wegfeuert, was man so an Geschmäckern im Mund hat, oder ob man eher ein bisschen milderes, aber trotzdem intensives Geschmackserlebnis haben möchte. Deswegen sind auch die Liquid EU sehr zu empfehlen. Ich persönlich mag die Coolness ein bisschen lieber, weil ich sehr intensiv mag, aber das ist wie gesagt auch eben eine Geschmacksfrage. Da es natürlich auch eher Leute gibt, die das nicht so mögen, wenn das so krass intensiv ist. Aber auf jeden Fall kann ich das sehr empfehlen. Beide Liquid-Sorten gibt es im Shop. Liquid Times ist unten verlinkt. Und zu wirklich auch fairen Preisen, wie ich finde. Und auch eine sehr breite Auswahl. Also da findet ihr eigentlich alles, was man so haben möchte. Wie gesagt, die coolen Sachen sind eher so ein bisschen, ich möchte nicht sagen abgedreht, aber so ein bisschen experimenteller. Das ist, glaube ich, das richtige Wort, was man dazu sagen sollte. Ist ein bisschen experimenteller und ein bisschen was anderes. Und während die EU-Liquids doch ein bisschen bodenständiger sind, möchte ich sagen. Aber auch da gibt es Sorten, die man nicht alle Tage sieht. Und von daher, guckt auf jeden Fall mal in den Shop. Ich kann es sehr empfehlen. Vielen Dank nochmal für die Bereitstellung. Und dann wünsche ich euch alles Gute und Vape on.